Nachdem die Wall Street gestern den größten Tagesverlust seit dem Crash 1987 verkraften musste, dürfte es heute wieder ein Stück weit nach oben gehen. Aber wir wollen uns mal die Perspektiven anschauen, die das Coronavirus jetzt praktisch gebracht hat. Wir wollen uns die Krise anschauen, wir wollen uns den Schock anschauen und wir wollen uns die Zukunftsperspektiven anschauen, die über den heutigen Tag hinausgehen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was jetzt vielleicht zu erwarten ist. Ich hatte gestern im Marktgeflüster von einem deflationären Schock gesprochen. Warum kommt das jetzt? Weil schlichtweg natürlich sowohl Kreditangebot als auch Kreditnachfrage jetzt erstmal geradezu kollabieren werden. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Firma, wollten ein Projekt angehen, werden jetzt unsicher, sagen sich, lassen wir jetzt erstmal stecken, werden wir erstmal nicht machen, werden wir erstmal canceln. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Familie mit Kindern, wollten eigentlich ein Haus kaufen, sich da hoch verschulden, werden Sie jetzt vielleicht sagen, nee, ist mir jetzt zu gefährlich. Die Bank wird sagen, naja, aber nicht sicher, dass hier dieser Job, den der Familienvater und die Mutter hier haben, dass der wirklich so sicher ist. Man wird also auch seitens der Banken vorsichtiger werden, was Kreditvergabe betrifft. All das führt zu einer Kontraktion von Liquidität im System, mithin also zu einem deflationären Schock. Jetzt haben wir zwar die Zusagen durch Politik und Notenbanken, we do whatever it takes, aber bis das Geld erstmal überhaupt in den Kreislauf kommt, wird es sehr lange dauern. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat gestern mal die KfW angerufen, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die ja da maßgeblich helfen soll den vielen, vielen Millionen Betroffenen. Und da hieß es, naja, das wird also frühestens, dass man das im April mal beantragen kann. Jetzt muss man grundsätzlich ja sozusagen als jemand, der jetzt Kredite haben will, erstmal bei einer Geschäftsbank sich melden. Bei den Geschäftsbanken, die haben ihr Personal massiv abgebaut. Das heißt, da kommt jetzt ein Tsunami auf die hinzu, die auf eine Branche zu, die vorher schon längst in der Schrumpfung war, die diesen Tsunami gar nicht gewachsen ist. Auch die KfW, andere staatlichen Behörden sind diesem Ansturm, der da kommt, überhaupt nicht gewachsen. Mithin wird es also sehr lange dauern, bis diese Liquidität dann ins System kommt. Mithin also haben wir erst diesen deflationären Schock und es wird dauern, bis diese inflationären Tendenzen, die dann eben durch diese Liquidität ausgelöst werden, dann wirklich wirksam werden. Also erst deflationärer Schock und dann wird Folgendes passieren. Wir werden Lieferketten aufgebrochen sehen. Das heißt, dass manches, was in China produziert wurde, wird jetzt wieder in Deutschland produziert, weil durch das Coronavirus man sich umstellen muss, sich absichern muss, Dinge wieder in der eigenen Hand behalten will. Medikamentenherstellung etc. wird viel mehr wieder in Deutschland passieren. Dadurch entsteht Nachfrage, dadurch entstehen neue Jobs, dadurch wird diese massive Liquidität, die dann schon wirksam geworden ist, dann zu einer Inflation führen mit den dann einsetzenden Konsequenzen. Das bedeutet im Klartext, Cash ist jetzt gut, Liquidität ist gut, Schulden sind schlecht. Später, wenn dann dieser Umschlag ins Inflationäre kommt, ist Cash schlecht und Schulden sind gar nicht so schlecht. Das ist sozusagen die Logik, die sich da abzeichnet. Schauen wir uns mal ein paar Headlines an, die jetzt vielleicht so ein bisschen in diese Richtung gehen. Hier sehen wir zum Beispiel eine New Yorker Seite für Arbeitsmarkt, ist zusammengebrochen, weil Zehntausende offenkundig ihren Job schon verloren haben in den USA, alleine in New York, weil eben sozusagen viele praktisch nicht in einem gesicherten, festen Arbeitsverhältnis sind. Volkswagen hat eben sicher gemeldet, hat gesagt, 2020 wird ein sehr schwieriges Jahr. Die Dinge sind überhaupt nicht absehbar. Wir können hier gar keine Prognosen machen. Jetzt wurde von Jefferies das Preisziel für Apple gesenkt. Jefferies hatte kurz bevor wir auf Allzeithoch waren, nochmal das Preisziel angehoben für Apple. Jetzt wird es von 370 auf 320 gesenkt und die Philippinen haben sozusagen den gesamten Devisen- und Anleihehandel ausgesetzt. Das nur ein paar Headlines. Wir wollen uns jetzt mal Dinge anschauen, die vielleicht sehr, sehr relevant werden in nächster Zeit. Wir haben zunächst mal jetzt diese Geschichte mit den Airlines. Hier sehen wir, dass jetzt Donald Trump und die Administration in den USA alles tun will, um die Flugzeugindustrie in den USA zu retten. Wir sehen hier, dass vor allem diese Fluganbieter, die großen Flugunternehmen in den USA, einer der Kings waren, was Aktienrückkäufe betrifft. Man hat also wahnsinnig viel in eigene Aktien investiert und dieses Cash fehlt natürlich jetzt in der Krise. Jetzt sehen wir, dass Trump sagt, ja, wir werden die Airlines und so weiter, werden wir ausbailen, die durch das chinesische Virus betroffen sind. Aha, das ist jetzt das
chinesische Virus, nicht mehr das Coronavirus. Interessant, wir werden stärker sein als zuvor. Und wahrscheinlich, wie Josh Brown hier sagte, wird man die Kreuzfahrtindustrie eigentlich eher fallen lassen, die nicht systemrelevant ist, braucht eigentlich kein Mensch, um ehrlich zu sein, aber Flugzeugindustrie ist wichtig, fliegen müssen wir, das ist sozusagen systemrelevant. Dazu passend Boeing. Boeing ist heute Nacht abgestuft worden von S&P. Das Rating ist abgestuft worden und der Boeing sagt, ja, wir versuchen jetzt, sind in Gesprächen mit dem Weißen Haus, um weitere Liquiditätshilfen zu bekommen. Das würde uns helfen, unseren Zulieferern helfen, den Airlines helfen und wir versuchen, Entlassungen zu vermeiden. Jetzt schauen wir uns mal an, die Schuldenentwicklung bei Boeing. Ist es sozusagen jetzt ab dem dritten, vierten Quartal, Mitte oder zweites Quartal, drittes Quartal 2018 geradezu explodiert, hat sich verdoppelt im Prinzip. Hier sehen wir auch warum, weil vor allem die Firma Buybacks getätigt hat. Man hat also eigene Aktien zurückgekauft. Diese Liquidität hätte man jetzt sehr, sehr gut gebrauchen können, aber man hat sie in den eigenen Aktien investiert. Und das Problem für Boeing, wie auch jetzt für McDonald's, die ich gleich zeigen werde, besteht darin, dass man jetzt natürlich in einer Situation ist, wo, wenn die ganze Geschichte länger dauert, die Aktienkurse massiv nach unten geprallt sind, dass man dann bilanziell eben die eigenen Aktienrückkäufe abschreiben muss. Man muss Wertberichtigungen vornehmen, was die Bilanzposition wieder maßgeblich verschlechtert. Jetzt hat zum Beispiel McDonald's 31% schon verloren. In der großen Finanzkrise waren es auch 31%. Aber jetzt kommt folgendes Problem. McDonald's hat praktisch negatives Eigenkapital. Die Herrschaften haben eigene Aktien zurückgekauft. Der Aktienkurs hat sich in den letzten Jahren fast verdoppelt, obwohl Gewinn und Umsatz praktisch stagniert sind. Man hat also praktisch auf Kosten der Zukunft in den Egoismus investiert. Und jetzt kommt die Meldung, dass McDonald's Dining Rooms schließt. Also praktisch man entweder nur noch Drive-Thru machen kann oder in den Laden noch gehen kann, in das Lokal gehen kann, aber sich praktisch nicht mehr hinsetzen kann dort, sondern dann wieder raus muss. Das bedeutet, das gesamte Geschäftsmodell von McDonald's ist schwer getroffen und dadurch, dass McDonald's negatives Eigenkapital hat, ist man angewiesen auf das Cash, das täglich aus den Läden kommt. Wenn dieses Cash weniger wird, dann ist man bilanziell sofort in Schieflage. Hier sehen wir übrigens die Besuche von Restaurants in den USA in den letzten Tagen jetzt um etwa 50% noch weniger als Anfang März. Wir sehen also, dass hier dieser Bereich bereits kollabiert. Was haben wir noch? Wir haben dann noch die Situation, dass in den USA wahnsinnig viel getrickst wird. Diese ganzen Zahlen, die uns da präsentiert werden, die sind manchmal ein bisschen geschönt. Charles Munger hat ja davon gesprochen, das ist praktisch eine Fata Morgana, die uns da in den Bilanzen ausgewiesen wird. Ich hatte hier schon gesprochen über Verschuldung der Unternehmen in den USA, über Aktienrückkäufe der Unternehmen in den USA. Vergleichen wir das mal mit einer BMW, die hat eine super gute Cash-Position, die können vielleicht 2 Jahre kein Auto verkaufen und werden damit immer noch nicht in Probleme bekommen. Keine Kaufempfehlung, wie gesagt, aber wir wollen uns einfach mal klar machen, dass viele deutsche Unternehmen wie eine BMW da viel besser aufgestellt ist, anders als SAP übrigens, da hat man eher so amerikanische Bilanzen am Start, da sind einige Goodwill-Berechnungen drin, die vielleicht ausgeradiert werden müssen, die ausgepreist werden müssen. Aber was ich damit meine, der DAX ist jetzt im Vergleich zu den US-Indizes viel, viel günstiger, viel besser bewertet. Da ist viel mehr Substanz. Bei den Amerikanern ist so viel heiße Luft noch, die entweichen muss. Denn diese Preisgestaltung bei amerikanischen Aktien basierte auf der besten aller anzunehmenden Welten in der Zukunft. Und die wird jetzt nicht kommen und das wird das große Problem sein. Heute wird aber vielleicht eine Rallye kommen, um jetzt mal den Umschlag zu machen hier an den heutigen Tageshandel. Denn es kommt das große Rettungspaket, wird uns angekündigt durch Mnuchin, durch Trump. Die Republikaner haben schon zugestimmt. Man will dann im Rahmen der G7, whatever it takes, sich verständigen, bla bla. Das wird ewig dauern, bis das kommt, wie gesagt. Aber wir haben jetzt die Situation ja gehabt, dass gestern, wie gesagt, der größte Absturz seit 1987 war. Dementsprechend hatten wir ja vorgestern diesen Emergency Fed Cut, also diese Zinssenkung. In 7 von 8 Fällen, hatte ich gestern schon gezeigt, ging es am nächsten Tag nach oben. Nur einmal nicht, nämlich im Januar 2008. Aber dann ist am nächsten Tag, am Folgetag, das wäre dann, wenn man das übersetzt in die heutige Zeit, eben heute, sind die Märkte 7% gestiegen. Wir haben heute jetzt schon im asiatischen Handel gesehen, US Futures Limit Up. Also es wird erstmal wahrscheinlich eine Rallye geben. Was haben wir noch? Übrigens, Fed wollte ich noch sagen, Sie haben gerade Jerome Powell gesehen, die haben gestern wieder 500 Milliarden in den Markt gepumpt. Wie viel wurden abgerufen? 19 davon. Das heißt, diese ganze Geschichte durch die Fed
ist nicht sehr durchdacht, funktioniert nicht so richtig. Das ist das große Problem, was derzeit der Fall ist, dass die Fed also irgendwie am Markt vorbei bisher die Dinge gemacht hat, die wir Banken oder die Player am Markt sind durch Regularien gar nicht in der Lage, diese Liquidität abzurufen. Schauen wir uns an, aber es gibt Hoffnung auch in Sachen Coronavirus. Die steigenden Temperaturen dürften laut neueren Forschungen oder neuesten Forschungen durchaus einen positiven Effekt haben, dass also die Neuinfektionen dadurch gemindert werden. Und es gibt einen neuen Fang-Index sozusagen, der aus Corona-Testfirmen besteht oder Firmen, die Corona-Tests herstellen, Thermo Fisher, Roche, Hologic und LabCorp, um nur ein paar zu nennen. Schauen wir uns die Charts an, DAX aktuell 8.913. Das Video ist ziemlich lang, ich muss mich schicken ein bisschen. Charts von Capital.com, es geht also ein bisschen nach oben. Wir sehen, wie gesagt, Limit Up bei den US-Indizes, aktuell der S&P 2510. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.1161, sehen Gold bei 1.483. Und das Crude Oil der Amerikaner bei $30.16. Also das ist die Lage, deflationärer Schock voraus. Wir dauern, bis diese Liquidität reinkommt. Dann Umschlag in die Inflation, so das wahrscheinliche Szenario ist mein Szenario. Kann alles anders kommen, sehen Sie vielleicht anders, kommt vielleicht anders. Ich versuchte einfach erstmal so ein Szenario zu entwerfen, eine Kulisse zu zeigen, was wahrscheinlich ist, was passieren wird. Mal sehen, ob es so kommt. Passen Sie auf sich auf. Ich sage Servus und Ciao.